Nachdem wir mit dem ersten FC Köln in dieser Karriere schon fast abgestiegen waren, mehrere Spiele in Folge verloren haben und alles ganz grau und hoffnungslos aussah, haben wir in der letzten Episode das Unmögliche geschafft und einfach mal die Bayern geschlagen. Und heute können wir den Klassenerhalt fix machen. Auf geht's. Ja, das hier ist die Tabelle, wie sie aussieht vor der heutigen Episode. Wir sind auf Platz 15 und das Tolle daran ist, dass wir 4 Punkte Vorsprung haben auf den FC Augsburg. Das ist krass. Das ist mehr, als ich mir noch vor einer Episode gedacht hätte. Also weil wir einfach hoffnungslos gespielt haben. Heute haben wir ein Spiel gegen Mainz. Ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass wir eine XXL-Folge machen und die letzten 4 Spiele heute durchknallen. Machen wir nicht. Wir machen heute 2 Spiele, Mainz und Freiburg. Die Folgen werden jetzt ein wenig kürzer ausfallen, weil wir gerade dabei sind, so diesen Rhythmus zu etablieren, dass wir versuchen, alle 2 Tage für euch ein Video hochzuladen. Deswegen werden die Videos ein bisschen kürzer sein. Dafür kriegt ihr aber mehr Content. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Deswegen machen wir heute 2 richtig spannende Spiele wahrscheinlich. Mainz, die sind 12. und Freiburg ist 7. Und ich habe es ja zu Beginn gesagt, wenn wir diese beiden Spiele vielleicht sogar gewinnen, dann können wir den Nichtabstieg heute wahrscheinlich schon fix machen. Letzte Episode war ja geisteskrank. 1-0 gegen Bochum, 1-0 gegen Bayern und 1-0 gegen Darmstadt. Wir haben zwar nicht immer den besten Fußball gespielt, ist aber völlig egal, weil wir dann am Ende die Spiele gewonnen haben. Sogar Vereinslegende Marc Uth, ich weiß gar nicht, ob der eine Vereinslegende ist, ich sag das einfach mal, kam ja ursprünglich vom 1. FC Köln 2006, 2007. Das ist schon wahnsinnig lange her. Da kam er mal aus der Jugend von Köln, damals noch 2. Liga. Ja, und er wird heute dann dabei mithelfen, dass wir nächstes Jahr nicht wieder 2. Liga spielen müssen. Denn in der nächsten Saison werden wir natürlich weitermachen und wir dürfen in der Transferphase, die dann bald kommt, natürlich keine Transfers machen. Das heißt also, wenn die Saison durch ist, dann geht es in der nächsten Saison, in der ersten Episode der nächsten Saison direkt schon wieder weiter mit Fußball. Wir werden uns dann irgendwie überlegen müssen, wie wir aus dieser Mannschaft eine spielerische Identität bauen. Das ist jetzt aber erstmal nicht das Thema der heutigen Episode. Heute müssen wir einfach irgendwie Punkte holen, spielerische Identität hin oder her. Auch wenn man sagen muss, dass unsere Taktik wirklich ganz gut funktioniert hat, jetzt zum Schluss. Zumindest ergebnistechnisch. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt auch. Ich glaube, das letzte Spiel, ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, das habe ich vor einer Woche aufgenommen. Aber ich glaube, das letzte Spiel gegen Darmstadt, das haben wir sogar ganz gut gemacht. Insofern, vielleicht haben wir in Mainz sogar eine Chance. Ein Punkt in Mainz wäre gut. Alle spielen wieder zeitgleich. Ich weiß immer noch nicht so ganz, woran das liegt. Das liegt nicht an irgendwelchen Online-Spieleinstellungen oder sowas. Keine Ahnung, ist wohl ein Ding, ja, des Spielstands. Aber ganz ehrlich, ich finde das eigentlich ganz geil so. Das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, weil so hast du halt während der Spiele immer eine direkte Live-Tabelle und kannst du mal gucken, wie es in den anderen Stadien aussieht. Also rein aus Gameplay-Sicht, also es ist zwar jetzt nicht das Realistischste, aber rein aus Gameplay-Sicht finde ich es eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Deswegen, nehmen wir das einfach mal so mit. Augsburg, wie gesagt, gegen Werder Bremen, da sind wir dann mal für Werder. Dann haben wir noch Union, die spielen in Gladbach. Schauen wir mal, auch da sind wir dann natürlich für Gladbach. Auch wenn ich aus Content-Sicht eigentlich dafür sein müsste, dass es so lange wie möglich spannend bleibt und dass wir am letzten Spieltag einen Abstiegs-Showdown haben. Aber ich bin Trainer des 1. FC Köln und möchte natürlich meine Spiele gewinnen. Also, lass uns mal eine Mannschaft aufstellen für das Spiel gegen Mainz. Mainz übrigens ist gar nicht so schlecht drauf. Die haben das letzte Spiel gewonnen gegen Freiburg, unentschieden gegen Hoffenheim und gegen Darmstadt gewonnen. Also die sind die letzten 3 Spiele ungeschlagen. Vorher sah es nicht so gut aus, aber generell spielt Mainz eine ganz okaye Saison. Die sind 12. Ich denke, damit wird man in Mainz einigermaßen zufrieden sein. Also gilt es heute auch so ein bisschen, eine kleine Mainzer Serie zu durchbrechen. Wer mir in den letzten Spielen richtig gut gefallen hat, ist Christensen. Der hat das richtig stark gemacht. Vor allem seine langen Bälle in den Sturm sahen verdammt gut aus. Der hat passend 13, Übersicht 13, Entscheidung 12 und da steht's. Versucht lange Bälle. Versucht lange Bälle und spielt den Ball auf die Flügel, trägt den Ball aus der Defensive. Also den müssen wir definitiv spielen lassen. Das ist mit 22 Jahren ja natürlich auch noch relativ jung, hat noch einen Haufen Potenzial. Ballerobener Mittelfeldspieler ist vielleicht, ja, wobei die Rolle ist schon ganz gut für ihn, ne? Die ist schon ganz gut. Der kann tackeln, er ist mutig, er hat gute Einsatzfreude, gute Aggressivität und dann kann er halt noch einen guten Pass spielen. Nur weil er hier in der Taktik als balleroberner Mittelfeldspieler eingestellt ist, heißt es ja nicht, dass er im Spiel mit dem Ball nicht mitspielt. Das macht er sehr wohl, ist zwar jetzt kein Spielmacher, aber ist auf jeden Fall ins Kombinationsspiel mit integriert und da macht er das sehr, sehr gut. Wir haben auf links außen Florian Kainz, ich glaube, da machen wir einfach mal so mit weiter. Lass uns mal gucken, ob das so Sinn ergibt. Also er hat jetzt in den letzten Spielen, als er als äußerer Spielmacher gespielt hat, keinen Scorer-Punkt bei gesteuert, sieht man hier rechts in der Spalte. Vielleicht machen wir es nicht mit äußerem Spielmacher, sondern einfach in einem inversen Flügelspieler oder sowas. Inverser Flügelspieler auf Angreifen, vielleicht ist das besser. Vielleicht machen wir es einfach mal so. Dann haben wir Paccarada, Chabot, Kilian, weil Hübers verletzt war. Der kann in 6 Tagen wieder mittrainieren, das heißt im nächsten Spiel ist er dann wieder mit dabei, wahrscheinlich. Christensen, Ljubicic, Thielmann, der sich sehr, sehr gut reingefunden hat und mag gut im Sturm. Ja, lass uns im Sturm wieder auf Davy Selke setzen und damit, glaube ich, sind wir soweit für das Spiel gegen Mainz 05. Wir müssen wahrscheinlich
wahrscheinlich auf das Mittelfeld aufpassen. Jae Sung Lee ist ein guter Dribbler. Lass uns den mal pressen, sobald er den Ball hat und am besten auch hart tackeln. Dominic Kor ist wahrscheinlich nicht so der Filigran-Techniker. Nicht unbedingt. Dann pressen wir auch den mal. Versuchen es zumindest mal. Wie sieht es in der Innenverteidigung aus? Können wir da jemanden uns heraussuchen, der vielleicht nicht so dass die beste Nervenstärke hat, der sich vom Pressing einschüchtern lässt? Maxim Leitsch, komm, den pressen wir dann auch mal. Da ist dann unser Stürmer für verantwortlich, Davy Selke. Und gleichzeitig können wir versuchen, Stefan Bell zu decken. Das Ding ist halt, wir spielen nur mit einer Spitze. Mal sehen, wie das funktioniert, wenn wir einen decken und dann pressen sollen mit einem Stürmer. Da muss wahrscheinlich hier Thielmann mit aushelfen und den anderen Verteidiger decken. Schauen wir mal, wie das klappt. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal rein in das Spiel. Ja, und schauen, wie es läuft. Auf geht's. So, was sage ich den Jungs mal? Ich erwarte in dem Spiel nichts anderes, als unseren guten Lauf fortzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon hier von einem guten Lauf rede. Wir sind knallhart im Abstiegskampf. Ich mache hiermit weiter. Heute ist eure Zeit oder heute ist eure Chance, es den Kritikern zu zeigen und sie Lügen zu strafen. Genau, das machen wir mal. Hier sind wir in der wunderschönen Mewa Arena in Mainz. Ich freue mich so sehr auf den FM25 und eine verbesserte Grafik. Das glaubt er gar nicht. So, wir sind ready. Spiel geht los. Let's go. Bin sehr gespannt, wie wir das hier hinkriegen. Widmer spielt hier auf der 6. Scheinbar spielen die auch mit inversem Flügelverteidiger. Wie wir es ja auch machen. Widmer hier zusammen auf der Doppel-6 mit Dominic Kor, wie es scheint. Das ist schon mal interessant. Im Großen und Ganzen Oh nein. Oh nein. Jetzt hat sich der Torwart verletzt. Und ich habe keinen dabei. Was hat er? Arm verletzt. Oh nein. Ich habe es mir die letzten Jahre angewöhnt, im FM keinen Keeper mitzunehmen, weil sich eigentlich die Keeper nie verletzt haben. Und jetzt haben wir keinen Torwart auf der Bank. Oh Gott, das sind 10 Minuten gespielt und wir müssen ein Feldspiel ans Tor stellen. Den stech ins Tor. Macht's Marc Uth? Ja, am besten brauche ich jemanden mit möglichst... Oh Gott, ey. Am besten brauche ich jemanden mit möglichst viel Sprungkraft. Vielleicht macht's Dominik Heinz. Torwartwertung 3. Ja, okay, also meine Spieler haben alle eine Torwartbewertung von 2 oder 3. Ich glaube, ich fände es ja irgendwie geil, wenn's... Oh mein Gott, ey. Beweglichkeit 12. Wen nehmen wir? Nehmen wir Heinz oder nehmen wir... Ich nehme Marc Uth. Marc Uth, ab in die Kiste. Und weiter geht's. Ich glaub's nicht, Mann. Jetzt steht Marc Uth hier im Tor. Hilfe. Wir dürfen auf jeden Fall keine Weitschüsse mehr zulassen. Eckball Mainz, El Ghazi. Komm, Marc, Junge, den hast du. Leitsch, Selke klärt. Marco Richter schießt. Ein ganzes Stück drüber. Also jetzt nehme ich hier den Punkt sowas von mit. Wir sehen halt sehr wenig vom Spiel. Es gibt kaum Highlights. Widmer ist verletzt. Die haben ja schon zwei Verletzte da. Ecke Florian Kainz auf den kurzen Pfosten. Bell klärt. Wieder Kainz. Wieder Florian Kainz auf Chabot, Martel, Paccarada. Und jetzt haben wir den Ball erstmal wieder. Christensen mit dem Fehlpass. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Stark zurückgeholt von Paccarada. Florian Kainz geht jetzt über links. Im Zentrum wartet natürlich Davy Selke. Kainz mit der Flanke. Selke ist da. Das war immer mein erster Abschluss für uns, den wir hier gesehen haben. Die rechte Seite funktioniert gar nicht. Ljubicic und Thielmann. Da kommt überhaupt nichts. Und jetzt kommt Mainz wieder. Über Bell und Mouyené. Dominic Kor, Onisivo und Leitsch. Oh, schöner Ball auf Barrero. Oh nein, Flanke kommt. El Ghazi. Boah, also wäre ich Mainz-Trainer, würde ich jetzt einstellen, dass die Jungs aus jeder Position einfach abziehen sollen. Aber Marc Uth im Tor spielt bisher eine 6,8. Insofern kann ich mich da gar nicht groß beschweren. Ich glaube, ich stelle tatsächlich jetzt Christensen mal als zurückgezogenen Spielmacher ein. Und dann spielen wir hier mit Ljubicic als Box-to-Box. Thielmann bleibt als Flügelspieler, Kainz bleibt als inverser Flügelspieler. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Ljubicic mit einer gelben Karte, Bewertung 6,4. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, der lässt sich dazu keinem weiteren Foul hinreißen. Das wäre nicht so schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt ein Unentschieden hier in Mainz nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe jetzt noch gar nicht darauf geguckt, wie die anderen Spiele so stehen, ob es da schon erste Ergebnisse gibt. Davy Selke. Kein schlechter Ball. Auf Selke. Immerhin tun wir eine Ecke raus. Nächster Eckball jetzt von der anderen Seite von Lead Paccarada. Flanken kann er ja. Paccarada auf den kurzen Pfosten. Chabot. Und wir bleiben im Ballbesitz. Aber ich denke, das war's mit dem Highlight. Oder auch nicht. Carstensen, Ljubicic. Luka Kilian. Wieder Carstensen.
Kilian auf Chabot. Christensen. Chabot, Paccarada. Paccarada. Martel. Chabot. Luca Kilian. Sehr langsamer, entspannter Ballbesitzfußball, den wir hier vortragen. Zurück auf Marc Uth. Oh, Marc, Junge! Oh! Also, wenn Marc Uth hier einen Fehler macht, dann habe ich nicht erwartet, dass es ein Abspielfehler ist. Mit dem Fuß kann er es doch eigentlich. Im letzten Spiel hat er noch einen gemacht. Wisst ihr was? Das hat mir nicht gefallen. Ich stell mal um. Komm, mach Marc Uth mal in den Sturm. Davy Selke ist eh ein bisschen größer, macht da vorne kein ganz so gutes Spiel. Das ist ja ganz cool eigentlich. Jetzt kann ich neuen Stürmer bringen, ohne auswechseln zu müssen. Thielmann. Thielmann ist durch. Thielmann ist durch. Thielmann ist durch. 1-0 Köln, 61. Minute. Und wir führen. Schön gespielt von Selke. Ja, Leitsch macht das da nicht wirklich gut. Dabei rutscht dann irgendwie durch auf Jan Thielmann. Und der bleibt einfach ruhig. Der bleibt einfach ruhig. Zentner liegt auf dem Boden und lässt sich da umspielen. Wir wechseln mal Torwart und Stürmer. Jetzt Uth im Sturm, Selke im Kasten. Uth ist auch ein bisschen frischer jetzt. Eigentlich haben wir dadurch einen extra Wechsel, ne? Wenn man es so sieht. Jetzt sind es hier noch 10 Minuten. Und wir führen immer noch mit 1-0. Das ist ja schon wieder... Also das ist jetzt schon wieder eine komplett wilde Folge, muss man sagen. Ich bringe mal Linden Meiner. Viele von euch haben gesagt, ich soll Meiner mal ein bisschen öfter spielen lassen. Finde ich. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Nehmen wir Martel runter. Eigentlich eher ungerne. Ich stelle hier mal einen. Wir werden mal ein bisschen defensiver. Ballerung der Mittelfeldspieler auf verteidigen. Christensen geht raus, Olesen kommt. Und ich glaube, die letzte Wechselphase sparen wir uns nochmal auf. Vielleicht verletzt sich nochmal jemand oder sowas. Kann ja passieren. Oh nein, Freistoß. Brian Gruder, Dominik Kor, Leitsch. Oh, Martel dazwischen, wichtig. Oh, es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Wahrscheinlich. Vielleicht rettet uns der Kölner Keller. Der Kölner Keller rettet uns nicht. Es gibt den Elfmeter. Davy Selke im Kasten gegen El Ghazi. Ah, okay. Verdammt, Selke hält nicht. El Ghazi trifft. Und es steht 1-1. Das ist bitter. Kein schlechter Elfmeter. Jetzt haben wir hier noch 3 Minuten Nachspielzeit. Ich glaube, ich ziehe jetzt nochmal einen kleinen Zeitspielwechsel. Wie gesagt, wir nehmen hier den Punkt. Schmitz für Carstensen. Es gibt nochmal einen Einwurf. Alidou, Carstensen. Bitte nicht den Ball verlieren. 2 Minuten noch zu spielen. Kilian. Kilian auf Selke. Und Chabot. Olesen, Paccarada. Paccarada, Lindenmeiner. Ah, verdammt. Ach, der Ball rutscht vielleicht durch zu Marc Uth im Sturm. Ah, es scheint ein Angriff für Mainz zu werden. Anwar El Ghazi nochmal über links. El Ghazi im Zentrum wartet natürlich jetzt Ajorg. Flanke kommt. Gruda, Selke hält. Oh. Oh mein Gott. Davy Selke mit der Parade. Letzten Minuten laufen. Selke nochmal raus. Adi, du kommst nicht ran, El Ghazi. Es gibt nochmal einen langen Ball, aber der findet sein Ziel nicht. Wir spielen hier in Mainz 1-1 mit einem Feldspieler im Tor. Ich glaube, das nehmen wir mal so mit. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt hier im Abstiegskampf gegen Mainz, auch wenn hier auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre. Schade, dass die da nochmal den Elfmeter bekommen haben. Wir haben uns beide echt wenig rausgespielt. Das war ein Spiel, das der Tabellenregion, in der es stattfindet, gerecht wurde, kann man glaube ich sagen. Es wäre ein leistungsgerechtes 0-0 gewesen, so ist es ein 1-1 geworden. Ihr habt heute Abend Pech gehabt, sage ich mal. Und ich nehme das sehr gerne mit. Lass uns mal gucken, wie die anderen so gespielt haben. Augsburg gewinnt gegen Werder, das ist nicht gut. Darmstadt spielt unentschieden. Die rücken also einen Punkt an uns ran. Wir sind aber 6 Punkte weg von Darmstadt. Also der direkte Abstieg, ich glaube, das wird nichts mehr. Na, wir müssen halt auf Augsburg gucken, ne? Wir müssen halt auf Augsburg gucken. Die haben jetzt leider gegen Werder gewonnen. Wir können uns gleich nochmal das Restprogramm anschauen von Augsburg. Schwebe ist 4 bis 5 Wochen raus. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Lass uns mal gucken, gegen wen Augsburg so spielt in den nächsten Wochen. Nächstes Spiel von Augsburg ist gegen Dortmund, Stuttgart und Leverkusen. Also, wenn alles normal läuft, dann halten wir die Klasse. Wenn alles normal läuft. Aber in diesem Safe läuft bisher nichts normal. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Augsburg Dortmund schlägt.
Wir müssen uns jetzt vor allem mal überlegen, wen wir gleich ins Tor stellen. Also, wenn Schwebe verletzt ist, dann haben wir noch Philipp Pentke und Matthias Köbbing in der Hinterhand. Ich weiß gar nicht, wer in der zweiten in der Kiste steht. Wer ist da der Torwart? Nickisch, ein junger Keeper. Können Sie natürlich auch überlegen, auf Nickisch zu setzen. Der ist auch spielfit. Ich vergleiche den mal mit Pentke. Ja, Nickisch und Pentke sind eigentlich ähnlich stark. Pentke ist halt 38 Jahre alt, ne? Mal schauen. Also entscheide ich dann gleich mal, ob ich auf Nickisch oder auf Pentke setze. Ist Pentke irgendwie eine Vereinslegende? Nee, ist er auch nicht. Da ist erst ein Jahr da. Dann muss man das dem auch nicht gönnen. Köbbing. Ich verteile ja gerne mal dann Spieler an Vereinslegenden. Sind es aber alles nicht. Wisst ihr was? Dann setze ich für das Spiel einfach mal auf Jonas Nickisch. Schiebe ihn in den Kader von Köln und dann steht er gegen Freiburg einfach mal in der Kiste. Der ist nicht viel schlechter als die Torhüter, die wir so schon mit dabei haben. Und dann gebe ich doch lieber dem jungen Keeper seinen ersten Bundesliga-Einsatz, als einen 38-Jährigen aufzustellen. Oder Davy Selke. Also, lass es mal in Richtung des nächsten Spiels gehen. Einfach den Keeper ins Tor gestellt. Das gibt's ja. Nee, andersrum. Einfach den Stürmer ins Tor gestellt. Das ist der Wahnsinn. Habe ich noch nicht gehabt. Krass. Unser Mentoring schlägt übrigens an. Also, wir haben ja ein paar Mentoring-Gruppen erstellt, die dabei helfen sollen, zum einen den Kader ein bisschen enger zusammenzuschweißen und außerdem jungen Spielern ein paar nützliche Charaktereigenschaften mit an die Hand zu geben. Justin Deal hat ein bisschen was von seinen Mitspielern gelernt. Zum einen ist er etwas streitlustiger als vorher. Das ist schön. Er ist nicht mehr ganz so ehrgeizig, aber dafür ist er ein bisschen professioneller geworden und ist anpassungsfähiger geworden. Okay, also im Großen und Ganzen. Professionalität ist natürlich ein ziemlich wichtiges Attribut. Er lernte von Florian Kainz, der scheinbar ein bisschen professioneller ist als Justin Deal. Wir können auch generell mal gucken, wie das jetzt aussieht hier in der Mannschaft, was die sozialen Gruppen angeht. Da hat sich noch nicht wirklich was getan. Also das sieht immer noch alles relativ ähnlich aus. Hierarchie sieht auch noch ähnlich aus. Keiner mag mich so wirklich, aber den meisten bin ich mittlerweile egal. Vereinsatmosphäre ist wirklich super. Da sind wir weiterhin auf einem ziemlich guten Weg. Trainieren wir eigentlich unsere Taktik? Ja, sieht ganz gut aus. Okay, ich glaube, wir sind im Grunde ready für das nächste Spiel gegen Freiburg. Sofern jetzt nichts mehr passiert. Okay, es passiert was. Und zwar kommt Dejan Ljubicic zu uns und hat erste Andeutung gemacht, für einen größeren Verein spielen zu wollen. Ich glaube, er denkt daher über einen möglichen Wechsel nach. Boah, ich frage mal Florian Kainz, ob er das vielleicht für mich lösen möchte. Okay, er sagt, er sollte damit lieber zu mir kommen. Das war nicht so gut. Ja, dann schnacken wir doch mal mit Dejan. Hören wir doch mal, was er da für ein Problem hat. Ich wollte nochmal kurz plaudern, um herauszufinden, ob sie irgendwelche Bedenken haben im Moment. Sie wirken etwas bedrückt. Kann ich ihnen helfen? Ich denke, ich bin diesem Verein entwachsen und ich möchte auf die Transferliste gesetzt werden. Okay, da kann man, glaube ich, eigentlich relativ wenig machen. Das wäre richtig bitter. Sie sind ein wichtiger Teil meiner Pläne und ich will sie nicht verlieren. Was ist nötig, um sie zu halten? Nichts, was sie bieten, kann mich umstimmen. Mein Herz ist bereit zu gehen und das wird sich nicht ändern. Wow, sehr theatralisch. Schön, poetisch. Okay, dann, also ich glaube, mir bleibt da keine Wahl. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich Sie gehen lasse, wenn wir eine Ablöse aushandeln können, die Ihrem Wert für uns entspricht. Ich werde Sie dennoch nicht aktiv versuchen zu verkaufen. Das ist alles schön und gut, aber was halten Sie für ein vernünftiges Angebot? Lass uns mal sagen, 17,5. Er will 15,5, dann sagen wir 16,5. Okay. Wenn wir 16,5 Millionen Euro für Dejan Ljubicic bekommen, dann ist es in Ordnung. Wer ist interessiert? Sein Vertrag würde eh auslaufen am Ende der Saison. Bournemouth und Crystal Palace, also zweimal England. Wenn die das Geld bezahlen, dann ist das so. Dann müssen wir uns für die nächste Bundesliga-Saison, also falls wir jetzt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir nicht absteigen, dann müssen wir uns für die nächste Bundesliga-Saison wirklich was überlegen, was wir dann da im Zentrum machen. Ja, mal schauen, gucken wir mal. Vor allem müssen wir auch mal gucken, ob wir tatsächlich die Kaufoptionen der Spieler ziehen, die wir ja jetzt geliehen haben. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich, was Köln ja eigentlich hat, ist eine Registrierungssperre, so wie ich das verstanden habe. Also die können keine neuen Spieler registrieren bis zum 1.1.2025. Und wenn ich jetzt einen Spieler holen würde, wenn ich jetzt quasi die Kaufoption von Farid Alidou ziehen würde von 3 Millionen, dann weiß ich nicht, ob ich den dann nächstes Jahr auch registrieren kann. Hier im FM ist es leider nicht verankert, dass man Kaufoptionen ziehen kann. Das müsste ich dann über den Ingame-Editor machen, über diesen kleinen Stift hier, müsste ich dann Farid Alidou für diese 3 Millionen zu Köln verschieben. Weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich das wirklich machen will oder ob wir einfach, ob wir die Challenge halt nochmal ein bisschen schwieriger machen und diese Spieler dann einfach gehen lassen und versuchen aus eigener Kraft irgendwie nächstes Jahr drin zu bleiben und die Zeit bis zur Transferphase im Januar 2025 zu überbrücken. Was halt auch einigermaßen spannend wäre. Also ich bin ja immer sehr gerne dafür, die Challenge so schwierig zu machen wie nur möglich, weil ich auch einfach Spaß daran habe. Ja, schauen wir mal.
Überlegen wir uns dann in der nächsten Episode, wenn die Saison dann vorbei ist und wir wissen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Jetzt haben wir hier erstmal das Spiel gegen den SC Freiburg. Bei denen lief es in letzter Zeit nicht so gut. Die haben gegen Mainz und gegen Wolfsburg verloren. Also da ist auf jeden Fall was drin. Wir werden weiterhin mit unserer Taktik spielen, die wir hier jetzt mittlerweile ganz gut einstudiert haben. Nikisch ist nicht registriert. Oh, das wird ein Problem sein. Ja, das ist ein Problem. Wir können ihn nicht registrieren. Das heißt, Nikisch kann gar nicht spielen. Okay, siehst du, habe ich eben noch über die Registrierung geredet und jetzt geht es nicht. Ja, dann spielt halt Philipp Pentke, der 39, hat gerade Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 1.5. Ja, schön. Ist er 39 Jahre jung geworden. Steht jetzt hier nochmal in der Kiste für Köln. Hat er schon mal ein Bundesligaspiel gemacht? Ja, hat er schon. Für Hoffenheim hat er schon insgesamt 8 Bundesligaspiele gemacht. Kannst du mal sehen. Jetzt macht er sein 9. für uns. Direkt in einem Heimspiel gegen den SCF. Oh Mann, also wir haben sehr viel, boah, Everton ist auch interessiert an Christensen zum Beispiel. Ich glaube, mit Christensen, warte mal, bevor das Spiel jetzt losgeht, ich versuche mit Christensen nochmal einen Vertrag auszuhandeln. Ja, denn den möchte ich nämlich gerne längerfristig behalten. Gerne auch bis 2028, das ist völlig okay. Ich nehme die Ausstiegsklausel unbedingt raus und versuche ihm dafür dann 1,3 Millionen Euro anzubieten. Nimmt er so an, völlig in Ordnung. Gut, machen wir. Herr Jakob Christensen, finde ich gut. Okay, dann müssen wir mal eine Mannschaft aufstellen. Davy Selke hat mich im letzten Spiel leider so gar nicht überzeugt. Marc Uth hat dann zum Schluss Stürmer gespielt, aber für den war das vielleicht auch alles ein bisschen verwirrend, dass er zuerst im Tor stand und dann plötzlich im Sturm. Deswegen weiß ich nicht. Doch, komm, wir gehen mal mit Marc Uth. Der hat ja das letzte Stürmertor, das wir geschossen haben, hat Marc Uth geschossen gegen Darmstadt 98. Deswegen macht er das jetzt hier auch mal. Ansonsten möchte ich eigentlich an der Mannschaft nichts ändern. Ich finde es ganz gut, wenn man, vor allem wenn man im Abstiegskampf ist, dass man sich eine Stammelf irgendwie heraussucht und die dann spielen lässt, um da eben auch so ein bisschen, die sich eben auch so ein bisschen einspielen zu lassen. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr auf Justin Deal setzen, der jetzt hier so ein bisschen hinuntergefallen ist. Aber das wird dann auch kommen. Ansonsten, glaube ich, gehen wir einfach mit der gleichen Mannschaft rein. Wir gucken nochmal kurz, wie Freiburg spielt. 4-2-2-2. So spielt Christian Streich irgendwie immer. Ach so, übrigens, das habe ich euch gar nicht gezeigt gerade eben. Trainer von Mainz 05 ist mittlerweile Ruud van Nistelrooy. Fand ich auch relativ spannend. Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass ich so viele deutsche Spieler im Kader habe. Und meinte vor dem Spiel zur Presse, dass ich damit den Fortschritt des Fußballs irgendwie zurückhalten würde, weil ich ja nicht auf Ausländer setzen würde und das deswegen den deutschen Fußball zurückhält. Oder keine Ahnung was. Also der Mann redet ein wenig wirr. Ähnlich spielte dann auch seine Mannschaft. Naja, egal. Jetzt aber erstmal Freiburg. Lass uns mal versuchen, Grifo zu decken, den so wenig wie möglich an den Ball kommen zu lassen und dann auch treten. Das können wir eh ganz gut. Dann haben wir Keitel. Auch ein cooler Spieler, ne? Also den Keitel finde ich spannend. Vielleicht auch dann für 25 eventuell. Wir versuchen mal, Günther auf seinen schwachen Fuß zu zwingen. Wobei das so, fast so aussieht, als würde er hier vielleicht einen inversen Flügelverteidiger spielen. So wie die Position hier angeordnet ist. Schauen wir mal. Und ansonsten bleiben wir einfach bei dem, was wir sowieso immer machen. Gegen Freiburg würde ich auch wieder einen Punkt gerne mitnehmen. Zumal ich nicht glaube, dass Augsburg gegen Dortmund gewinnt. Aber das sehen wir dann gleich. Ich sage wieder das mit der Presse, weil das die Jungs vorher immer ganz gut motiviert. Wagenburg-Mentalität und sowas. Wir sind hier wieder am Spieltag. Es geht weiter. Anstoß! So, Marc Uth macht hoffentlich ein, oder? Viele von euch haben auch gesagt, ich soll Marc Uth nicht verkaufen oder gehen lassen oder sowas, weil das, wie gesagt, so eine Art Vereins... Inventar ist, Vereinslegende ist. Deswegen vielleicht halten wir Uth einfach. Wir müssen nächstes Jahr eh mal gucken, wen wir überhaupt halten können, wer dann gehen will, wie zum Beispiel Ljubicic. Ich glaube, er wird nicht der Einzige sein, der dann sagt, dass er dem Verein entwachsen sei oder dass er dieses Gefühl hat. Da werden wir ordentlich kämpfen müssen in der nächsten Transferperiode. Wird auf jeden Fall spannend. Jetzt erobern wir uns hier erstmal den Ball über Thielmann. Das Zentrum macht Freiburg natürlich ganz gut dicht, aber wir haben jetzt ein bisschen Platz. Über Christensen findet einen guten Pass. Marc Uth mit links. Marc Uth mit links. Kein schlechter Schuss. Atubolu war da fast geschlagen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass er da noch dran war, dass es hätte Ecke geben müssen. Schiedsrichter sieht das anders. Die wollen uns klein halten, der DFB. Naja, Höfler und Kiri. Höfler und Höhler. Immer ein bisschen verwirrend. Kübler. Oh, schöner Ball von Kübler auf Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo. Luca Kilian ist dazwischen und ich bete einfach, ich merke gerade, ich habe schon wieder keinen Reservekeeper mitgenommen. Ich hoffe, das geht nicht schief. Oh, Pentke! Guter Mann. Ich bete, dass das nicht schief geht. Pentke ist 39, ne? Der Mann ist jetzt auch nicht mehr extrem widerstandsfähig. Naja, schauen wir mal. Nächste Szene, wieder kommt Freiburg über Höfler und Kübler.
Daniel Kofi-Kiré auf Höhler. Oh, Höhler dreht sich da um Paccarada rum. Höhler flach ins Zentrum. Penke mit einer richtig guten Parade. Jonas Penke, was eine Legende. Boah, das war eine krasse Parade. Der nimmt den Job auf jeden Fall ernst. Marc Uth, Freistoß. Zweiter Ball ist bei uns. Carstensen sammelt den auf. Darf ihn da jetzt nicht verlieren, muss ihn zurücklegen auf Erik Martel. Martel überlegt, wieder zurück auf Carstensen. Julien Chabot. Kilian. Carstensen. Also wir nehmen das mit dem ruhigen Spielaufbau sehr, sehr, sehr ernst. Ljubicic. Das Zentrum ist komplett dicht. Wir müssen eigentlich mehr über die Außen spielen. Oh, schöner Ball von Thielmann. Ljubicic ist durch. Marc Uth kommt mit. Ljubicic macht es selbst. Ginter blockt den Schuss erstmal. Es gibt eine Ecke für uns. Währenddessen führt Darmstadt mit 2:0 gegen Wolfsburg. Also wenn wir hier verlieren sollten, käme Darmstadt wieder ran. Flanke kommt. Thielmann. Kilian. Ljubicic. Okay. Also wir machen das hier gar nicht so schlecht, finde ich. Ljubicic. Oh, wir sind wieder im Ballbesitz. Erik Martel. Ah, da wäre ein Steckpass drin gewesen, glaube ich. Oh, was macht denn Carstensen? Oh, was für ein Fehlpass. Marc Uth. Marc Uth! Bäm! 29. Minute. Köln führt bei 1:0, weil Marc Uth sticht. Was eine Maschine. Sehr gut, sehr gut. Carstensen da, habe ich schon an den Konter geglaubt, aber Vincenzo Grifo vereiert den Ball, spielt einen grauenvollen Fehlpass, genau auf Marc Uth. Atubolo fällt wie eine Bahnschranke, der Schuss schlägt perfekt in die lange Ecke ein und wir führen hier mit 1:0, obwohl wir rein XG-technisch jetzt nicht die bessere Mannschaft waren. Aber wir haben hinten einen guten Keeper, vorne einen Stürmer, der das Ding dann auch macht. Damit machen wir mal einen kleinen, kurzen Blick auf die Blitztabelle. Wir ziehen an Werder Bremen vorbei und bei Augsburg scheint es noch 0:0 zu stehen. Gucken wir uns mal die aktuellen Spielstände an. Redspitscher Verletzung, aber steht da noch 0:0. Stuttgart führt gegen die Bayern nebenbei. Wir haben Leipzig, die gegen Werder führen und eben Darmstadt mit 2:0 gegen Wolfsburg. Dass Werder hinten liegt, ist auch cool. Ich hoffe, dass Dortmund gleich nochmal einen macht. Ich will nicht mal einen Hauch Selbstzufriedenheit auf dem Platz sehen. Immer schön konzentriert weiterarbeiten, Jungs. Okay, Freiburg wechselt das erste Mal. Roland Salay kommt. Dafür geht dann Kiré runter. Der nicht sein bestes Spiel gezeigt hat, wie es aussieht. 3:0 für Darmstadt. Salay mit der Flanke. Penke hat den. Ganz locker. Chabot macht ein gutes Spiel. 7,1. Chabot ist auch so ein Kandidat, bei dem man Angst haben kann, dass er vielleicht einen neuen Verein findet. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass er noch mal ein bisschen bleibt. Höfler. Ginter auf Günther. Ginter und Günther, Höfler und Höhler. Was ist das denn für eine... Die haben ganz komische Einstellungskriterien, wie es scheint. Da müssen sich die Namen reimen. Haben die nicht auch Salay und Schalay? Irgendwo ist auch Schluss. Wechsel ich? Nein, ich wechsle nicht. Freistoß Grifo, das kann er, ja. Grifo mit dem Freistoß. Martel steht da in der Mauer im Weg. Es gibt eine Ecke. Ecke wird von Günther getreten. Kann er auch ganz gut. Günther ins Zentrum. Ball fliegt raus. Carstensen, wir können vielleicht kontern. Carstensen auf Florian Kainz. Keitel ist aber dazwischen. Immer noch 0:0 bei Dortmund und Augsburg. Günther, Höfler, Gregoritsch. Gregoritsch versucht da den Trivela. Ich lob die Jungs mal. Hat nichts gebracht. Carstensen, Martel. Ich hoffe, das Loben hat jetzt nicht wieder zur Folge, dass wir ein Tor kriegen. Wie es so oft der Fall ist. Chabot leert Paccarada. Oh, verliert den Ball. Holt ihn sich wieder. Wichtig. Paccarada. Chabot, Paccarada, Christensen, Kainz, Paccarada, wieder auf Kainz, Kainz, Carstensen, ah, schade, Thielmann, wieder Carstensen und Thielmann, dreht sich, kann flanken, flacher Ball ins Zentrum, Marc Uth, er ist es einfach, Marc Uth ist es einfach, Doppelpack, 72. Minute, und damit müsste dieses Spiel eigentlich durch sein. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal 2 Tore in einem Spiel geschossen haben. Ist ja der Wahnsinn. Thielmann geht da richtig gut vorbei. Wartet, bis die Lücke da ist für den flachen Ball ins Zentrum. Lienhardt und Ginter, oder wer das da auch immer ist. Ja, Lienhardt und Ginter sehen beide nicht gut aus. Lassen Marc Uth da irgendwie durchflutschen.
Und der macht hier das 2-0 für uns. Und damit sieht es wirklich extrem gut aus. Weiterhin steht es 0-0 bei Dortmund gegen Augsburg. Jetzt müssen wir dieses Ergebnis hier eigentlich nur halten. Ich werde gleich Uth mal runternehmen, glaube ich. Der ist auch ein bisschen müde, dass er dann im nächsten Spiel auch wieder auflaufen kann. Also Uth ist im Moment unser bester Stürmer hier. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, als ich den im Spiel gegen Darmstadt aufgestellt habe, dass er direkt trifft. Jetzt hat er gegen Darmstadt getroffen. Dann hat er gegen, hier im letzten Spiel hat er im Tor gestanden. Und jetzt schnürt er einen Doppelpack. Also wenn Marc Uth mal nicht die Legende dieser Rückrunde ist, dann weiß ich auch nicht. Thielmann, Ljubicic, Uth! Das gibt's ja nicht. 3-0. Hattrick Marc Uth. Das ist aber kein lupenreiner Hattrick, ist aber völlig egal. Unfassbar. Unfassbar. Und wieder macht's Thielmann richtig gut, legt auf Ljubicic, der hat das Auge für Marc Uth, der wieder nur noch einschieben muss, steht wieder genau an der richtigen Stelle, macht hier das 3-0 und jetzt holt er sich seinen verdienten Applaus ab. Justin Diehl kommt noch mal rein für ein paar Minuten. Dann nehmen wir mal Erik Martel raus, der steht kurz vor seiner Gelbsperre, deswegen riskieren wir da mal nichts. Florian Kainz geht runter, da bringen wir wieder Linden Meiner. Ich glaube, wir ziehen jetzt aber mal 4 Wechsel und bringen wir noch mal Farid Alidou. Das Spiel sollte jetzt eigentlich durch sein, wenn nichts Großes mehr passiert. Das gibt es nicht. Der Torwart hat sich verletzt, Leute. Pentke hat sich verletzt. Was hat er? Armverletzung. Also, wenn es jetzt nicht 3-0 stehen würde, dann würde ich nicht lachen, glaube ich. Aber das ist ja so kurios. Das ist ja so kurios. Jetzt muss ich im zweiten Spiel in Folge einen Stürmer ins Tor stellen, oder was? Davy Selke geht wieder in die Kiste. Und ich habe das seit 3 oder 4 Jahren im FM nicht mehr gehabt, dass sich ein Torwart verletzt hat. Und jetzt verletzt sich auch noch Justin Diehl. Jetzt habe ich aber mal in 2 Spielen in Folge verletzte Keeper. Habe keinen mit auf der Bank. Justin Diehl, jetzt habe ich keinen Wechsel mehr frei. Wir spielen das Spiel jetzt zu 10 zu Ende. Das ist ja so random. Das ist ja so random. Und ganz nebenbei gewinnen wir beide Spiele. Komplett crazy. Olesen, Alidou, Ljubicic. Alidou, Acubulus da. Vor allem im nächsten Spiel muss ich dann den vierten Keeper einsetzen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt. Und wenn der sich verletzt, dann habe ich halt wirklich gar keinen mehr. Dann war's das. Salai. Oh, Selke fällt irgendwie daneben. Und das Spiel ist durch. Wir gewinnen 3-0. Das ist ja die geilste Karriere ever hier. Es ist unglaublich. Ich bin ein sehr zufriedener Trainer heute Abend. Marc Uth, Hattrick, Torwartverletzung, Stürmer ins Tor. Damit sind wir 5 Punkte entfernt vom drittletzten Platz und so gut wie durch. Haben die Klasse so gut wie gehalten. Es ist, ja, Pentke verletzt. Der hat sich den Arm gebrochen. Schicken wir mal zum Spezialisten. Der hat sich den Arm gebrochen. Diehl hat sich den Knöchel verdreht, ist für die Saison raus. Uth, herausragender Mann. Ja, also Uth loben wir mal. Das ist unfassbar, was der hier abreißt in den letzten Spielen. 3 Spiele, 4 Tore hat er hier gemacht für uns in der Rückrunde. Ja, wen stellen wir jetzt in die Kiste? Achso, ja genau, hier, Köbbing. Köbbing muss ins Tor. Pentke, Schwebe verletzt. Geht Köbbing ins Tor. Oh mein Gott, ey. Beweglichkeit 7, 1 gegen 1, 9. Stellungsspiel 7. Ja, es ist eine spannende Karriere. Kann man nicht anders sagen. Ist ja so geil. Ich weiß schon genau, wie ich dieses Video nenne. Unfassbar, Leute. Aber an der Stelle machen wir dann Schluss für heute. Ihr könnt euch sehr auf die nächste Folge freuen. Ich weiß noch nicht, warum, aber es wird bestimmt wieder crazy shit passieren. Wahrscheinlich verletzt sich auch der nächste Keeper und wir müssen dann mit Davy Selke in die letzten beiden Spiele gehen oder sowas. Da geht's dann nochmal gegen Union. Die 18er sind, die sind schon abgestiegen. Nee, sind sie noch gar nicht. Die können uns sogar noch... Nee, können sie nicht mehr. Also wir müssen gegen Union spielen und dann nochmal gegen Heidenheim am letzten Spieltag. Ja, und dann ist die Saison schon durch und dann können wir unsere Planung machen für das nächste Jahr in der Bundesliga. Und das nächste Jahr in der Bundesliga, das wird, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger als dieses, weil wir dann absolut keine Spieler mehr haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn euch diese Folge nicht gefallen hat, dann weiß ich doch auch nicht, Leute. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode oder zum Dortmund-Safe. Haut rein.
dass es hätte Ecke geben müssen. Schiedsrichter sieht das anders. Die wollen uns klein halten, der DFB.